Oh, jetzt geht's weiter jetzt nur mit dem 50. Teil. Vielleicht suchst du mit selten jetzt. Aber erstmal will ich in den Let's Play Welt reingehen, um da 50. Abonnenten zu begrüßen. Und das bedeutet auch, dass wir zwei Hardcore machen. Jetzt leckt erstmal ordentlich. Und da ist der Zombie. Ein Zombie direkt, der mich da begrüßt. Erstmal raus hier. Raus vom Zombie weg. Guck mal, ob sich da schon was entwickelt hat mit den Dschungelbäumen hier. Ja, zwei Dschungelbäume sind schon mal gewachsen. Oh, da ist ein Schwein drin gespawnt. Ich stelle mal lieber nochmal wieder runter, vergesse ich ihn immer wieder. Aber ich mach's jetzt, dann haben wir 55 Abonnenten. Je Abonnenten nehme ich einen Teil. Auch nicht, warum ich mit dem Leck. Ich spiele jetzt mit der 1.8.3. Und jetzt hat sich das auch ein bisschen besser stabilisiert, hier habe ich das Gefühl. Ja, das ist so ein bisschen stabilisiert. Oh, da wächst der Baum natürlich gerade. Bäume. Und mit nur mal Akazienholz mache ich schon irgendwie das jeden Tag mache ich das immer zwei, dreimal, ne? Bäume abzubauen. Dann hat man eine Axt. Die Musik. Ups, was war jetzt denn hier? Ich wollte nicht. Ich wollte jetzt nicht aus der Welt raus, sondern hier Musik und Geräusche, die Musik runterstellen. Weil ich glaube, sonst würde man mich kaum hören, deswegen habe ich jetzt die Musik deutlich nach unten gesetzt. Und dann habe ich noch hier 8 weitere Holzplätze gekriegt. Und natürlich werde ich die Priorität auf den Dschungel legen, dass ich... Oh, was habe ich da denn? Akazien-Setzlinge? Da habe ich Tropen-Setzlinge gekriegt. Aber erstmal kommen natürlich die Akazien hier rein. Und die Tropensetzlinge habe ich hier auch noch. Haben wir zwei bekommen, die können hier wieder rein. Da habe ich zum Glück noch welche bekommen. Die droppen selber eigentlich gar nichts. 40 Seeds habe ich jetzt schon. Ach, ein Schwein. Aber dafür braucht man ja Karotten, um die zu züchten, aber ich weiß noch nicht, wie man die züchtet. Aber erstmal die Kühe sind... Wie sind das denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kühe. 6 Kühe, also ich hab... Erstmal die Kühe sind wieder gewachsen. Der Zombie ist weg. Ich hätte da einen Zombie drin, aber der ist anscheinend rausgegangen. Erde, was wollte ich denn gerade? Weizen holen. Und die Seeds wegpacken. Geh mal raus. Um ständig Nahrung nachzuziehen. Und nicht rausgehen. Sollten wir schon mal nachzüchten hier. Und jetzt habe ich sie nachgezüchtet. Und bei einem getöteten Tier wird immer automatisch nachgezüchtet. Bei mir. Schere habe ich nicht dabei, aber hier sind 6 Schafe und davon ein hellgraues auch. Weil eigentlich muss man im Laufe der kommenden Zeit mal in eine Wüste gehen, um hier ein bisschen Sand zu holen, um nochmal die Pyramide endlich mal weiter zu bauen. Und was habe ich hier alles so drin? Wenn ich hier 3 rohes Rindfleisch gekriegt. Die brauchen ja nicht im Moment das Weizen. Da sind auch noch Zuckerrohr und Spinnen. Aber die Knochen. Ich muss hier ja nach 1000 und 1200. Das nehme ich lieber mit, weil es nämlich... Ich hätte ja bei 1000 und 1200 oder so waren das die Koordinaten. Da hatte ich nämlich Wölfe gehabt und jetzt habe ich auch... Jetzt bin ich auch mit Knochen bewaffnet. 33 Stück habe ich insgesamt.
Weil ich habe nämlich in der Richtung, da hätten Wölfe gefunden. Und zu den Wölfen möchte ich da jetzt hin. Ich muss wahrscheinlich immer sowieso über den Fluss, ich muss ja immer sowieso über den Fluss rüber. Aber was ich hier rausgefunden habe, das ist wirklich ein riesiges Ebene-Biom, was ich habe. 1000 Blöcke mindestens lang. Ich muss erstmal zu den erforderlichen Koordinaten gehen. Hier sind so viele Kühe. Es geht dann da immer weiter, das Biom. Ist hier, glaube ich, sehr weit weiter, ja. Scheint ein fast unendliches Biom zu sein. Diese Ebene, weil die ja auch schon, da die so groß ist, beinhaltet die ja auch zwei Dörfer. Als Stacks habe ich mir auch gerade schon wieder drei geholt. Ich habe aber noch 22 Stacks, damit könnte ich dann 88 Hungerspunkte noch auffüllen, also 88 Hungerkeulen könnte ich damit auffüllen. 10 Hungerkeulen ist ja so, was man da sieht. Aber wenn man bei 10 Hungerkeulen ist, dann wird der auch, oder bei 9,5 ist, sowas, was viel auf, oder viel satt macht, also ziemlich schnell satt, oder viel satt macht, dann wird man eine Weile lang satt bleiben. Also der Hunger wird nicht zurückgehen, eine Weile lang. Müssen wir sonst vielleicht in der Minecraft-Wiki einschreiben. Hier schon mal das eine Dorf. Wupp, Knacks. Das muss ich mal hier zubauen, hier. Das baue ich mal hier ein bisschen mal zu. Die Dorfbewohner muss auch jetzt mal hoch. Wir wollen Moin sagen, ne? Das sagt man jetzt hier bei uns in Ostfriesland so. Ich hab jetzt noch mehr Erde hier. Weil da wäre ich schon zwei, dreimal beinahe reingefallen. Und natürlich der Dorfbewohner da natürlich nicht reinfallen. Ich will erstmal den Dorfbewohner da rausholen. Los, geht einfach raus. Also ist der Dorfbewohner nicht mehr gefährdet hier. So, glaube ich in die Richtung. Ja, nicht los in der Richtung, ne? Zu den Wölfen, weil das nämlich, oder in diesem Wald, die Jungen hat die Wölfe natürlich gerade keine Knochen mit. Weil ja, der Ruptur hat sich von, also vom Dschungel her, bei der Ruptur war, hatte ich dann die Wölfe gesehen und jetzt will ich die natürlich auch gerne mitnehmen und bin ich jetzt auch die zähme durch die 33 Knochen, die ich habe. Das dürfte mindestens für 2, 3, 4 Wölfe reichen. So ein 33 ist ein halber Stack. Aber hier sieht man nur Ebene. Außer da hinten noch ein bisschen Wald. Und da ist ein bisschen Wald. Also hier ist eigentlich alles hunderte, wenn nicht sogar tausende Quadratmeter. Also ein Quadratmeter ist ja ein Block länger und ein Block breiter. Das ist ja, guck mal, ob ich hier schon mal war. Ich glaube, hier war ich auch sowieso schon mal. Eisen habe ich aber hier nicht mitgenommen. Das sieht aus wie so ein Höhlengang, finde ich. Nur, dass das oberirdisch ist. Lava höre ich hier sogar. Da ist ja die Lava. Die habe ich, glaube ich, schon mal ausgebeutet. Die habe ich schon. Hier ist... Das Ding, was war hier? Lief. Lief. Und jetzt wieder den nächsten Tag anbrechen. Und ich wollte Richtung 1000 und 1200 gehen. Ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, ob die X-Achse 1000 oder die Z-Achse 1000 ist. Ich kann natürlich suchen gehen. Aber im Moment laufe ich ja in die richtige Richtung. Um zu den Wölfen da hinten zu kommen.
Wenn ich die Wölfe habe, dann kann ich auch schon mal. Ja, irgendwie kommt mir das schon ein bisschen mehr bekannt vor, dass die Wölfe mal hier waren. Nee, so ein Biom war das. Hier ist ein extreme Berge. Wenn die lange Ebene da auf der, die ja schon seit hunderten Blöcken läuft, die läuft ja hier rechts einfach weiter, auch neben dem extremen Bergebiom. Das ist eine flache, eine relativ flache Ebene. Na, jetzt bin ich so bei 1000. 1000er Z-Achse. Vielleicht sind die schon hier. Ich kann auch nicht sagen, dass sie auch hier sind. Hier sind Kühe und Schweine unterwegs. Aber hier waren die Wölfe nicht. Ich laufe mal jetzt sozusagen hier auf 1000, also X. Auf der Z-Achse 1000 mal hier lang. Um die X-Achse auf bis zu 1200 zu erhöhen. Weil hier da ist eine wieder die Region. Hier sind viele Pferde. Da ist sogar ein kleines Pferd. Oh, Zombie-Geräusche. Ja, und ein Creeper drin. Wollte ich hier oben nach den Zombie-Geräuschen gucken. Das werde ich so erstmal nicht finden. Dann wollte ich ja hier bei der Z-Koordinate um 1000 laufen. Hier war das doch. Hier in der Gegend habe ich sie mal gefunden. So eine Gegend war das mal. Oh, jetzt bin ich bei der X-Achse ja schon ganz völlig falsch gelaufen. Ich bin jetzt schon bei 800 angekommen. Da sind sie ja. Da sind sie ja. Da sind sie ja ein bisschen weiter geflogen. Wölfe. Das hat er nicht schon. Denken mögen die natürlich auch gern. Diese wilden Wölfe zu zähmen ist nicht einfach. Irgendwie hier runter. Ja, der will mich jetzt noch nicht verfolgen. Und der hat direkt einen Klick gebraucht. Sind beide schon mal gezähmt. Deswegen ist hier noch ein dritter. Ja, hier ist noch ein dritter Wolf. Oh, der hat auch noch zwei gebraucht. Wenn ich drei Wölfe, jetzt teste ich das einfach mal an der Kuh aus. Wir rennen der Kuh hinterher. Hat er ja noch einen vierten Wolf gefunden. Braucht meistens eigentlich ein zu viel. Das war hier weiter unten war der. Da muss ich mal runterkommen. Da braucht ziemlich viel. Und hier in dem Wald habe ich jetzt vier Wölfe gefunden. Und da ist ja das gedroppte Leder, was ich wiederholen wollte. Jetzt will ich erstmal, die porten sich ja auch mit.
Ich wollte einfach nur mit den vier Wölfen wieder zurückgehen. Wo können die sonst in das andere Gehege hinsetzen? Weil die teleportieren sich auch immer, wenn die zu weit weg sind. Die porten sich ja immer zum Spieler. Jetzt will ich einfach nur nach Hause. Jetzt probiere ich mal eine andere Variante, vielleicht mal raus, wie ich sonst zwei Videos einfach zusammen zu einem Videokonzept zusammensetzen kann. Also mehrere Videos zusammenfügen. Und der Movie Maker hat meiner Ansicht immer zu lange gedauert, das zu konvertieren, weil er ja noch zusätzlich die Dateien vorbereiten muss. Und wenn der Movie Maker konvertiert, kann ich keine weiteren Minecraft-Cards aufnehmen. Weil ich glaube, ich könnte sonst in Zukunft mal machen, dass ich gleich die RAM-Zuweisung mal auf 2 GB senken kann. Vielleicht steigen dann die FPS sogar an. Wenn ich also die RAM, die ich zugegeben habe, auf 2 senken würde. Ich glaube, dieser würde sich das aber nicht lohnen, die Nacht zu überspringen, weil ich nämlich relativ schnell dann noch wieder ankomme. Ich muss jetzt 2 Flüsse überqueren. Das ist jetzt hier der erste Fluss, den ich jetzt hier überquere. Oh. Skelett. Das Skelett. Aber seit der 1.8 haben die jetzt auch so gemacht, dass Wölfe, also wilde Wölfe, greifen Skelette an. Das ist auch logisch, weil die Wölfe wollen Knochen haben und Skelette bestehen auf Knochen. Und deswegen greifen Wölfe dann auch nicht nur Schafe an, sondern Skelette. Wölfe können auch immer gut Steaks gebrauchen. Da ist es noch keine Nacht. Aber ich glaube, man könnte sonst eigentlich eine Formel ausrechnen, wie viel man theoretisch laufen kann. Also wie viele Blöcke weit kann man laufen an einem 10-minütigen Tag. Der Tag dauert ja 10 Minuten. Von 6 Uhr bis 18 Uhr Minecraft-Zeit. Dann muss ich so einen See überqueren. Und dann wird erstmal der zweite Fluss abkommen, weil das ist noch eher ein See. Dann kann ich noch nicht so schnell schwimmen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich meine Erfahrung noch verwenden kann. Weil ich einfach zu wenig Leder habe für Bücherregale. Und ich muss erstmal so genug Leder sammeln, dass ich... Oder ich muss einfach mehr Kühe züchten, damit ich dann... Weil ich ja auch so einen Weizenüberschuss habe. Einen gewaltigen Weizenüberschuss. Wenn ich die Kühe züchte, dann kriege ich ja, brauche ich ja keine Brote mehr zu machen. Dann würde mein Weizen ja immer als Reserve dienen, wenn ich mal sterbe und ich würde hier Steaks verlieren. Dann habe ich ja noch das hier. Dann müsste ich das wieder mal auf normaler. Ich habe ja gesagt, ich komme so ungefähr bei Sonnenuntergang an. Oh, hat sich einer verletzt. Ja, hier ist eine Grenze, weil ich hier auch mit der 1.7 mal gespielt habe. Also dieses Gebiet hier ist alles nur noch 1.7. Das ist 1.7er Gebiet hier. Aber hier ist ein kuhreiches Gebiet. Ich nehme mal meinen Kompass. Das führt mich ja hier durch eine Ebene noch weiter. Dann kann ich nochmal den 50. Abonnenten zeigen, wo mein... Da steht schon mal die Pyramide. Die wollte ich ja auch im Laufe der nächsten Part mal machen. Also das mit dem Dschungelsetzling habe ich erstmal.
Aber ich muss dann demnächst mal einmal mal in eine Wüste gehen und da immer so ein, zwei Tage lang kampieren. Die Kompassnadel kann ich ja auch mal kurz zeigen, wo die mich genau hinführt. Wo ich zu Beginn des ersten Parts gespawnt bin, führt die mich dahin. Die führt mich nach. Auf jeden Fall führt die mich hier hin. Also hier auf dem Block bin ich gespawnt. Das heißt, da sehe ich ja mein Haus sowieso schon gut. Deswegen, hier war ursprünglich alles ein sumpfiger Wald, aber ich habe das hier alles umgebaut. Ich muss mal kurz schlafen, ne? Ich wollte jetzt gerade hier das hier angeben. Das heißt ebenfalls schlafen, das ist Französisch. Jetzt muss ich erstmal noch hier natürlich die Wölfe in dieses Gehege fangen. In das Gehege da rein. Natürlich nicht mit Schwert, sondern. Ach, Axt auch nicht. Ich will hier mit Kompass neutral. Erstmal hier alle hinsetzen. Weil ich hier schon mal die vier Wölfe. Die Schafe brauche ich ja nicht mehr töten und nachrichten. Obwohl, das ging ja auch. 57 Holzkohle, da packe ich erstmal das 3 Eisenerz und dann da das hohe Rindfleisch kommt da noch nicht rein, weil es nämlich dann gerade 2 aufbrauchen würde. Bett brauche ich jetzt auch gerade nicht mehr. Leder habe ich jetzt 21, dadurch könnte ich jetzt das Leder und daraus erstmal 4 Bücher herstellen. Na, erstmal muss ich da Papier herstellen. Erstmal 12. Natürlich 21 Papier. Also 21 Bücher kann ich herstellen. Kann ich am besten noch mehr machen hier. Kann ich noch mehr hier verbrauchen. Das geht irgendwie jetzt nochmal auf. 57 Stück, also ich hätte eigentlich 63 auch machen können. Und so erstmal aufteilen, egal, erstmal so. Aufteilen. Und jetzt mal. So, habe ich jetzt mal 19 Bücher. Ich brauche auch Holz dafür. Oder jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Holz. Also hier nehmen wir mal 64 Stack Eichenholz. Eisenwolle gibt es, aber kein Eisenholz. Reicht gerade mal für 6 Bücherregale, die ich alles angesammelt habe. Kann ich den Zauberungsraum am besten hinsetzen. Hier setze ich den mal hin. Dass er hier mal. Hier kommt der Zaubertisch dann hin. Und dann brauche ich natürlich noch 2 zusätzliche Diamanten. Und ich muss natürlich noch hier dieses Haus nochmal aufbessern, hatte ich mal. Den vorherigen Plan wieder vergessen. Dafür brauche ich natürlich Eichenholz. Ein wenig Eichenholz. Und dann brauche ich noch Glas. Glas. Glas hier unten. Hier ist noch Glas. Ich gucke mal, wie lange ich schon aufnehmen bin. 24 Minuten, das ist schon ganz gut. Habe ich gar nicht beachtet. Ich habe diesmal ein bisschen blind aufgenommen, sage ich mal. Na, wo hier für noch Kobbel? Kobbel ist doch hier. So, da hatte ich mal mit dem Kiefer. Hoffentlich, dass der Part euch gefallen hat. Dann zeigt es mir mit Teilen, Liken und vor allem der 50. Abonnent, ob er das sieht. Hoffe ich mal auch. Bis dann und ciao. Ich war da auch, ja. Ja. Ja.